mega cool. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, Ticino Tag 2, direkt noch vom Campingplatz. Heute geht's auf den Monte Leone, Cima Leone. Wie der Löwe vermutlich. Und da gibt's mega Aussicht, deswegen haben wir sogar die Drohne im Gepäck. Ja, deswegen bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Schaut mal nach oben, es ist blauer Himmel und es sieht mega aus. Jetzt sind wir ein bisschen später losgekommen. Petra, wie viel Uhr ist denn? Ich verzweifle. Wer das Video von gestern angeschaut hat, dem wird gleich auffallen, dass wir heute an der anderen Seeuferseite entlang fahren. Und ja, das ist schon Take 2, weil gerade eben hat die Speicherkarte abgekackt. Jetzt sind wir schon wieder ein gutes Stückchen weiter. Wir schwenken euch noch mal ein bisschen über die große Pfütze. Da drüben ist unser Campingplatz. Da oben waren wir gestern auf dem verschneiten Hohn. Und ja, jetzt haben wir schon den größten Teil der Anfahrt erledigt. Jetzt geht's dann bald bergauf. Jetzt geht's hoch. Die ganze Zeit mit dem Ausblick hier. Wow. Es ist kein Wölkchen am Himmel. Unglaublich. Ja. Einfach nur mega schön. Laut Wetterbericht ist heute unser schlechtester Tag. Ist okay. Hey, es wird jede Kurve noch besser. Es ist echt unglaublich. Ja, wie immer. Aber manchmal dann auch wieder nicht. Das kennt ihr sicher. Wenn man nicht gleich filmt, dann wird es nicht mehr besser. Wenn man aber filmt, dann wird es jede Kurve besser. Mitten aus den fetten Villen und Hotels geht es jetzt hier auf diesen schmalen Weg. Ist mega witzig. Immer mit Blick über den See. Also echt super, super schön. Das ist einfach die Architektur von den Schweizern. Das ist Hammer. Die haben halt echt Geld. Das sieht man gleich. Also ich finde es zum Teil auch ein bisschen eben schöner mit Gardasee, wenn weniger gebaut ist. Aber generell ist es wirklich eindrucksvoll. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Ja, man könnte Tausende herzeigen, aber das hier ist wirklich der Hammer. Jetzt wieder alles offen. Also es ist echt, ja, es ist einfach nur der Hammer. So ein schönes Blümli hat Fräulein von mir bekommen. Schaut mal auch, wie krass es gerade alles blüht. Wir haben jetzt halt auch eine mega gute Jahreszeit erwischt. Wir lassen uns heute die Option offen, zwei Berge mit einem Akku zu machen. Und deswegen fahren wir Eco mit 13 und ich mit 14% Unterstützung. Und heute läuft bei mir nicht so. Kein Bock. Der Blick auf den See ist aber weiterhin gut. Aber leider muss ich trotzdem leiden. Yes, endlich hat sie mal keinen Bock. So geil. Jungs, Mädels, ich kann es euch gar nicht sagen. Jetzt habe ich so viel gejammert, da habe ich direkt die Außen gemacht. Ja. Und da waren wir gestern. Sieht man die Spitze? Mhm. Nicht auf dem vorderen, das wollen wir morgen machen, sondern auf dem hinteren, der ist höher. Naja, und nicht schon so. Und? Salamili. Mhm. Und Brot. Sage und schreibe, für zwei Käse von dir, zwei Brot, einen so ein Stollen, so ein Osterstollen. Paprika, 44 Franken. Ja, wir sind wieder beim Hochtreten und man hat wirklich 80% der Auffahrt Blick über den See. Also das ist grenzgenial. Aber ich bin nicht der See. Nee, du bist im Weg vor dem See. Aber ich finde, ein Biker im Video vor dem See macht sich noch besser. Schaut einfach mal, wie grenzgenial. Und es ist echt wenig los hier rauf. Also klar, ein paar Autos kommen schon. Aber super angenehm. Düt. Jetzt wird's spannend. Die Materialseilbahn liefert gerade irgendwas runter und wir sind natürlich neugierig. Hier sind an jeder Ecke irgendwie so Materialseilbahnen. Das ist echt sehr süß. Das gibt's bei uns gar nicht mehr so oft. Da ist es. Es ist einfach so cool. Man sieht immer und immer wieder über den See und es sieht jedes Mal noch beeindruckender aus. Besser und besser wird's, gell? Ja. Ja. Das ist echt der Oberhammer. Ja, jetzt kommt wieder eine freie Stelle, mega einfach. Da schaut her, wow. Aber jetzt müssen wir dann bald den Trail zum Gipfel nehmen. Dieser Planet brennt unglaublich. Um die das stimmt. Es ist wirklich mega warm. Aber natürlich fein, weil wir kein Wechselzeug brauchen.
Da wurde noch mal kurz in die Trickkiste gegriffen, bevor es dann auch wirklich ab auf den Trail bergauf ging. Im unteren Teil konnte man da noch richtig viel davon fahren. Das war natürlich super fein. Da blende ich euch auf jeden Fall jetzt auch ein paar Aufnahmen von der Auffahrt ein, weil dann könnt ihr das ein bisschen besser abschätzen, falls ihr die Tour selber nachfahren wollt. Und ich finde auch, dass es wirklich eine tolle Umgebung ist. Den Trail kann man bis jetzt zum Großteil auffahren. Also super. Jetzt haben wir gerade einen echt coolen Aussichtspunkt gefunden. So ungefähr 250 Höhenmeter unterm Gipfel. Nico fotografiert gerade schon sein Radl. Und wir haben auch ein paar Drohnenaufnahmen, die blenden wir euch jetzt natürlich ein. Unbedingt dranbleiben, das Highlight kommt noch. Und damit hat er auf jeden Fall recht, denn die Aussicht auf den See wurde wirklich noch besser, auch wenn es kaum mehr zu glauben ist. Und was man auch noch dazu sagen muss, der Trail im unteren Drittel, also wirklich recht spät dann erst, wurde auch noch genial gut. Ja, die letzten Meter, das haben wir noch ungefähr 100 Höhenmeter, sind jetzt noch ein bisschen unwegsam. Und ja, natürlich trage ich mein Radl auch selber. Ehrensache, würde ich sagen. Wenn man hoch will, dann muss man da eben durch. Ich schiebe ja eigentlich lieber, als dass ich trage, aber manchmal ist Tragen einfacher und dann muss man das eben machen. Die letzten Meter für uns und ein Blick komplett über den See drüber. Wir sind oben und wir haben den Gipfel gerade ganz für uns alleine. Da ist das Gipfelkreuz. Das ist unser Panorama im Moment. Und ja, wie gesagt, wir haben überschritten. Es geht ein bisschen anders runter, als wir vorher rauf sind. Episch! Yes. Wir haben auch mit der Drohne gefilmt. Das blenden wir euch jetzt natürlich auch noch ein. Und jetzt schauen wir, dass wir runterkommen, weil jetzt wird es kalt, windig ist ein bisschen. Als Drohne habe ich die DJI Spark, also das ist die kleinste, die es je gegeben hat, glaube ich, von DJI. Und deswegen wackelt die so ein bisschen, wenn es windig ist. Und es war windig, aber trotzdem wollte ich euch die Aufnahmen nicht vorenthalten, weil der Gipfel ist super cool. Für mich definitiv einer der eindrucksvollsten um den Lago Maggiore rum. Und, ja, von dem her, da dürft ihr sie sehen. Beim Trail war es so, der war die ersten ja, 150, vielleicht 200 Höhenmeter teilweise relativ verblockt, sodass wir ziemlich langsam unterwegs waren und auch ein paar Stellen schieben mussten. Aber dann wurde er richtig flowig am Grat entlang mit eben diesem krassen Panorama. Und wir haben einen genialen Tag erwischt, wo nicht mal der kleine Dunst über dem See lag, also einfach mit stechend scharfen Bildern. Und dann allerdings, dann kam das richtige Highlight für mich noch viel weiter unten, wie ich schon erwähnt habe. Also bleibt unbedingt dran oder falls euch das hier zu kitschig ist, dann scrollt ein bisschen vor. Denn der Trail im unteren Teil, der kann auch noch richtig, richtig viel. Yeeha! Was für ein Weg! We'll be right back.
Center geht nicht. Mega cool. Ja, hier reicht, oder? Ja, die eine habe ich nicht an. Einfach so krass, der Unterschied zwischen Sonnenseite und Schattenseite, die Temperatur, das Licht, einfach alles. Just die, all the way to the rainbow's end. Just die, and we'll never
aber gut. Schaut mal, hier war jetzt ein kurzer Gegenanstieg. Also es sieht so geil aus. Der Blick auf den See ist einfach echt der Hammer. Und hier hinten mussten wir jetzt eben ein paar Meter hoch, aber das war voll okay. Geil. Ja. Aber coole Dinger. Schier endlos. Wir haben gar nicht ganz alles gefilmt, weil es war einfach zu viel für die Akkus von den GoPros. Und ja, da teilweise waren sogar gebaute Schanzen drin. Und also alles dabei.